Hallo ihr Lieben, ich bin Therese. Einige von euch kennen mich vielleicht vom Jazzdance oder vom Kindertanzen und ich möchte heute auch mit euch tanzen. Und zwar einen Tanz, den ihr alle mitmachen könnt, denn die Schritte sind super einfach, die wiederholen sich immer wieder. Es ist quasi ein Tanz, den ihr zu fast allen Liedern, die ihr mögt, die ihr im Radio hört, tanzen könnt. Und jetzt fangen wir auch schon direkt an. So, ich zeige euch die Schritte jetzt erst einmal ohne Musik, damit ihr die langsam mitmachen könnt. Wundert euch nicht, ich sage gleich rechts und nehme mein linkes Bein, weil ich es für euch genau spiegelverkehrt mache, damit ihr quasi genau mitmachen könnt und nicht umdenken müsst. Und zwar fangen wir mit rechts an und gehen einen Schritt zur Seite. Das linke Bein setzt hinter das rechte Bein. Und dann geht das rechte Bein wieder zur Seite und das linke Bein schließt. Dieser Schritt heißt Seite, hinter, Seite, ran. Also wir gehen zur Seite, wir setzen dahinter, wir gehen zur Seite und wir schließen. Einmal noch. Wir fangen mit rechts an. Seite, hinter, Seite, ran. Und wenn wir schließen, dann klatschen wir einmal. Okay? Einmal noch. Wir gehen rechts, dahinter, zur Seite. Das gleiche machen wir auch zur anderen Seite. Wir gehen nach links, wir kreuzen dahinter, wir gehen nach links und wir schließen. Einmal noch nach rechts und nach links. 5, 6, 7, 8. Seite, hinter, Seite, ran. Seite, hinter, Seite, ran. Damit haben wir schon den ersten Schritt geschafft. Es geht weiter. Wir machen ein V. Das heißt, die Füße öffnen nach vorne wie ein V. Der rechte Fuß zuerst nach vorne, der linke Fuß nach vorne, der rechte Fuß zurück und der linke Fuß zurück. Dabei nehmen wir die Arme mit. Wir machen öffnen, öffnen, schließen, schließen. Einmal noch und öffnen, öffnen, schließen, schließen. Das Ganze kommt zweimal hintereinander. Das heißt, wir machen öffnen, öffnen, schließen, schließen, öffnen, öffnen, schließen, schließen. Wem das jetzt zu langweilig ist, der kann sich dabei einmal drehen. Und zwar gehen wir vor. Rechts, links. Jetzt setzt der rechte Fuß zurück, aber dreht dabei schon leicht. Zurück, zurück. Der linke Fuß auch. Und jetzt machen wir genau das gleiche nochmal nach hinten. Rechts, links, zurück, zurück. Dann habt ihr euch quasi einmal mit dem V gedreht. Wem das zu schwierig ist, der lässt das einfach weg. Der macht einfach zweimal das V. Okay. Jetzt gehen wir drei Schritte nach vorne und machen dann einen Kick. Das heißt, wir fangen mit rechts an. Rechts, links, rechts und jetzt kicken wir, als würden wir einen Fußball wegschießen. Kick. Okay? Das Ganze machen wir nochmal. Und rechts, links, rechts, Kick. Weil unser linkes Bein ja als letztes in der Luft war, gehen wir mit links auch weiter. Links geht zurück, rechts schließt dran. Rechts geht zurück, links schließt dran. Wir gehen quasi so ein bisschen im Zickzack zurück. Okay? Noch einmal. Und rechts, links, rechts, Kick, links, rechts, rechts, links. Wenn wir die Füße beim Zurückgehen schließen, klatschen wir wieder. Also links, klatsch, rechts, klatsch. Okay? Nochmal ab dem nach vorne gehen und den Kick. 5, 6, 7, 8. Vor, vor, vor. Kick und rück, klatsch, rück, klatsch. Sehr gut. Jetzt kommt auch schon der letzte Schritt, dann haben wir schon alle Schritte zusammen für diesen Tanz. Und zwar gehen wir mit dem rechten Fuß nach vorne und der linke macht einen Tap und wir lehnen uns ein bisschen dabei nach vorne. Jetzt geht der linke Fuß zurück und der rechte macht einen Tap. Okay, das heißt, wir gehen vor, Tap, rück, Tap, vor, Tap, rück, Tap. Weil das so ein bisschen langweilig ist, nehmen wir unsere Arme noch dazu und zwar machen die eine Rolle. Ihr kennt das vielleicht von dem Aramsamsam-Lied aus dem Kindergarten, da macht man das auch manchmal. Und wir nehmen die Arme jetzt einfach dazu beim nach vorne gehen. Okay?
Wir gehen vor, tap, rück, tap. Und dann drehen wir uns einmal um uns selbst. Wir stellen uns vor, um uns herum ist ein Steinkreis und wir wollen auf alle Steine einmal drauf tippen. Wir machen tipp, 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 tipp. Und dabei bleibt unser linker Fuß auf der Stelle stehen und nur der rechte Fuß tippt auf die Steine. Tipp, 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 tipp. Okay, einmal ab der Rolle. 5, 6, 7, 8. Vor, rück. Und das Drehen. Tipp, 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 tipp. Wer möchte, kann bei dem Tipp jetzt noch die Arme dazu nehmen. Und zwar stellen wir uns vor, wir präsentieren etwas ganz Großes. Wir freuen uns, wir präsentieren etwas und dabei drehen wir uns. Wir machen tap, 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 tap. Okay? Wer das nicht möchte, lässt die Arme einfach weg und macht den Tap so, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir machen alles zusammen von vorne. Okay? Das schaffen wir. Wir fangen mit Seite hinter an. 5, 6, 7, 8. Seite hinter Seite. Quatsch. Seite hinter Seite. Das V. Vor, vor, dreh, dreh, vor, vor, dreh, dreh. Nach vorne, 2, 3, kick, rück, klatsch, rück, klatsch. Die Rolle. Und wir drehen 5, 6, 7, 8. Lasst es uns mit Musik versuchen. 5, 6, 7, 8. Seite, hinter, Seite, klatsch. Seite, hinter, Seite, klatsch. Das V. Drehen. Nach vorne. Vor, vor, vor. Kick, rück, klatsch. Die Rolle. Und drehen. Von vorne. Seite, hinter, Seite, klatsch. Vor. Thank you.
dazu so einen richtigen Sommerlied tanzen, damit ich mir die gute Laune nach Hause hole. Dann passt jetzt auf. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald alle hier wiedersehen.